Hier kann man es irgendwie auch nicht waschen. Mal wenigstens hier aus dem Topf noch was holen. Jo, das geht. Da ist einer. Ah, da ist sogar ein Hund. Gibst du auf? So, der Hund wäre weg. Hundeleder. Wohin könnte er geflüchtet sein? Er muss hier irgendwo stecken. Er ist weg. Uff, und wie verfehlt. Raumbogenschütze, jo, Tatsache. Jo, da haben wir ihn doch weg. Dann hat uns der Scheißhund so hart gebissen, dass wir bluten. Das Ohr nehmen wir noch mit, die Groschen. Und Verbände. Mal schauen, ich habe bitte den Crab mitgenommen. An Pfeilen. Da, den verbesserten Jagdpfeil, der kann doch weg. So. Dann gönnen wir uns einen Ringelblumenaufguss. Nehmen wir es in Schocksaat. Können wir gerade nicht nehmen, alles klar. Dann halt nicht. Hat der noch in seiner Hose? Gepolsterte Bunthaube. Ne, das macht alles keinen Sinn. Stecken wir mal die Waffe weg. Schritte. Da ist wieder einer. Wer bist du? Jemand, der dir gerade einen Arsch, einen Pfeil in den Arsch gerammt hat. Silberring, den können wir auch mitnehmen. Den Rest lassen wir liegen, jetzt müssen wir doch alle haben. Nehmen wir ja bei Questgegenstände 4 Ohren, 5 Ohren in Summe. Ja, das kommt hin. Dann ziehen wir uns mal um und gehen zurück zu Peshek. So, wo ist denn der Weg? Oh, der Weg ist grob. Die Richtung stimmt, da ist der Weg. Müssen wir trotzdem aufpassen bei unseren Verletzungen. Psst.
Dann würde ich zur Pesche gehen, eine Runde pennen, dann gehen wir definitiv zum Apotheker und holen uns diesen Trank, dass wir in der Dunkelheit besser sehen. Hoffentlich überfällt uns hier keiner jetzt in der Nacht. Sieht aber gut aus. Jupp, das ging ohne Probleme. So, dann können wir wieder auspennen bis... Ja, kurz vor 9, dann ist die Sattheit bei 100 und die Energie auch wieder bei 100. Gesundheit müsste irgendwas um die 90 sein. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So. Leicht geteerte Jacke, die hat sehr gelitten gerade. Schneiderset. Rüstungsset. Schmiedeset. Ja, da müssen wir einmal reparieren gehen. Ja. 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 Wie ist eigentlich so der Ruf von uns mittlerweile? Um Kloster 0, das ist klar. Scarlet 26, das ist auch erklärbar. Der Rest sieht eigentlich gut aus. Thalenberg 62, Neuhof 86 sogar, Rathei 74. Nur das Kloster ein Problem. Ja, vielleicht mögen die uns irgendwann mal. Ja. Wenn nicht, sterben sie aus, die Mönche. So. Komm mal her zum Reparieren. Ich hoffe, ich kann dir. Reparieren. Kettenhaube. Ne, kann er nicht. Du kannst uns aber doch helfen beim Reparieren. Reparatur, Kettenhaube, jawohl. Dann lass uns handeln. Dann wird die Kettenhaube verkauft, die Composite-Panzerhandschuhe. Und ein Silberring. Irgendwas übersehen? Ne. Rüstungsset können wir noch. Mal denn da? Ja, wir kaufen mal 5 danach. Zahlen 1k. Da falsch mal doch. Lässt sich was am Preis? Klar, warum zum Schneider nicht? Müssen wir noch reparieren. Ich würde es mal bei 800 ansetzen. Was sagst du dazu? Das ist zu wenig. Okay.
Ach, 20? Du ziehst mir hier die Haut ab. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. 8,50, dann ist aber gut. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Träumchen. Dann zum Schneider schnell rüber. Ja, der ist mal wieder nicht da. Oh, warm wird's hier drin gerade. Schneider. Gott segne dich. Reparatur. Genau, das Ding hier. Zack. Dann verkauf uns doch noch ein Schneiderset, wenn du welche hast. Zwei Stück hat er bitte. Ja, komm. Zack. 200. Jo, da machen wir eine Trom. Silberring lege Mama an, Spitzhut, so. Den gefärbten sächsischen und dann das hier oben ausziehen. Die Waffen können wir auch wieder ablegen. Schuhe haben wir keine an. Wo sind sie? Edle dunkle Schuhe, da haben wir sie doch. Und die Handschuhe fehlen. Jagdhandschuhe. Waschen wir uns mal, das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Und suchen wieder einen Hauptmann auf. Findet er sich dann? Am Kampfplatz, wo sonst. Können wir auch eine Schnellreise hoch machen. Da steht er doch schon. Hauptmann Berner. Trophäen wieder übergeben. Trophäen. Zeig her. Was für eine Sammlung. Junge, du bist wohl Gottes Racheengel. Und wir haben uns um das Lager gekümmert. Hast du den Beweis? Ja, hier. Das höre ich gerne. Sieht aus, als wäre deine Arbeit hier in Rathai getan. Da es wohl keine weiteren Lager gibt, kehrt vielleicht endlich Frieden ein. Gut gemacht. Hab Dank, Hauptmann. Aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich habe Hauptmann Robert von dir berichtet. Er erwartet dich in Thalmberg. Humanen treiben dort ihr Unwesen. Verstanden, Hauptmann. Ich mache mich auf den Weg. So gefällt mir das. Ich will nicht nach Thalmberg. Aus Gründen möchte ich ungern nach Thalmberg. Bleibt aber wohl nichts anderes übrig. Beziehungsweise wir können auch noch in Uschütze den humpelten Heinz suchen, oder wie er heißt. Begib dich zu Hauptmann Robert von Thalmberg. Er benötigt Hilfe mit ein paar Kumanenlagern. Was hätte man denn noch offen? Das im Kloster. Und eben da den zwei Arbeit beschaffen. Ich würde eher nach Uschütze gehen. Und den hinkenden Heinz suchen.
in der raus, wo der hinkende Bandit wohnt. Genau. Wächter mal reden. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Der Kerl mit dem Hinkebein. Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Muss dieser Kleinbauer Heinz sein. Weiß nicht, was zum Deibel du von ihm willst. Und mir ist es auch gleich. Hat am Dorfrand eine Hütte, in der Nähe vom Bach. Möge Gott über dich wachen. Oh, das ging ja schnell. Dorfrand eine Hütte. Am Bach. Ja, dann müssen wir einmal hier runter. Über den Bach auf die andere Seite. Warte Heinz einen Besuch ab. Hier, vor 2-3 Folgen hätte man die alle noch ausgenommen jetzt. Jetzt lassen wir sie alle brav stehen. Sieht aber mal, wie anständig wir mittlerweile geworden sind mit dem Charakter. Was ist hier für eine Ansammlung? Okay. Bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht. Beim heiligen Petrus, ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard und untersuche den Überfall auf Neuhof, das... könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ach ja? Es heißt, er würde hinken. Verflucht. Nun darf ich vorstellen... der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Okay, ich glaube, den können wir nicht mal befragen. Warum kann es nicht mal leicht sein? Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen. Dagegen hast. Mitnichten, du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest, aber nur zu, frag so viel du willst. Ich bringe mehr über den hinkenden Heiz in Erfahrung. Wer war der hinkende Heinz? Wer war der hinkende Heinz? Ein armer Kleinbauer und Schurke. Überrascht mich nicht sonderlich, was ihm zugestoßen ist. Er hat sich mit allerlei Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Warum hinkte er? Woher hat er das Hinkebein? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Ist dir etwas Verdächtiges aufgefallen? Wird dir in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin. War die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Hatte er Freunde? Freunde oder Verwandte im Dorf? Keine. War ein Eigenbrötler. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Und wo war er in der Nacht, als Neuhof überfallen wurde? Wahrscheinlich nicht hier in Uschütze, sondern weißt Neuhof. Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein, hielt sich von anderen fern. Man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat. Okay, da kommt man nicht weiter.
Wann wurde denn sein Leichnam entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie die so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte. Noch etwas wegen Heinz. Nee, da kommt man nicht weiter. Und die Leiche wurde gerade eben entdeckt. Also er war ein Eigenbrötler, lebte eher zurückgezogen, hatte keine Freunde. Das wissen wir bisher. Die Frage können wir die Leute auch noch befragen. Jo. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Vielleicht weiß ich der mehr. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leipau. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich. Frag ruhig. Was war der hinkende Heinz für einer? Ja, wissen wir eigentlich schon. Dieser Heinz, der umgebracht wurde. Aber vielleicht weiß der mehr, der Dorfbewohner. Er war ein Säufer und immer auf eine Rauferei aus. Keiner hat ihn gemocht, aber so ein Ende würde ich niemandem wünschen. Okay, er hat gesoffen und gerauft. War was Verdächtiges in letzter Zeit? Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Ich hab ihn eine ganze Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen. Weiß nicht, wo er sich rumgetrieben hat. Vielleicht weiß der, wo Heinz mal als Neuhof überfallen wurde. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Keinen Schimmer. Okay. Mit wem traf sich Heinz? Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Er war ein Eigenbrötler. Hatte nicht mal in der Schenke Freunde. Okay, da kam man auch nicht weiter, außer dass er Säufen rauft. Lumia, weiß der vielleicht was? Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leipau. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Hab ihn nicht gut gekannt. Hat nicht viel geredet, selbst in der Schenke. Okay. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Jetzt, wo du es sagst. Er war gestern in der Kirche. Hat sogar mit dem Pfarrer geredet und gebeicht. Hab mich gefragt, was er im Schilde führt, wenn er sich plötzlich dem Glauben zuwendet. Aber Gott vergibt wohl alle Sünden. Alles klar, das war jetzt ein Hinweis mit dem Pfarrer. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Bin tief in der Nacht von der Schenke heim und hab einen gesehen, der ins Dorf gegangen ist. Hat's wohl eilig gehabt. War nur ein Schatten, der sich vom Himmel abgehoben hat. Aber nach allem, was passiert ist. Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Mit keinem aus dem Dorf. Hat in der Schenke ab und an mal neben uns gesessen. Aber nie viel geredet. Das ist alles. Danke. Alles Gute. Muss man mit dem Pfarrer wohl reden. Sollen wir befragen, aber trotzdem mal noch weiter die Leute. So, mit denen können wir alle reden. Oder nächste. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hahn. Das war schon ausgegraut. Natürlich. Ich denke mal, da geht... Nee, der kann nichts dazu beitragen. Dorfbewohnerin vielleicht? Ich komme auf Geheiß von Herrn... Frag ruhig. Was war der hinkende Heinz für einer? Er war ein Säufer und ein Tier. Und faul. Müßiggang ist des Teufels Ruheband. Das ist auch keine neue Info. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Das einzig Verdächtige war, dass er auf einmal in die Kirche ging. Jetzt wissen wir auch warum. Okay, das ist der zweite Hinweis auf den Pfarrer bzw. die Kirche. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Was kümmert mich dieser Schuft? War froh, dass er mir nicht in die Quere kam. Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Ein Eigenbrödler war er. Hat aber kürzlich ausgerechnet mit dem Pfarrer gesprochen. Das ist alles. Danke. Lebe wohl. Also es war jetzt die zweite Person im Dorf, die auf den Pfarrer hingewiesen hat. Beste Grüße. Wie kann ich dienen?
Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leipheim. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Weiß nicht, wie ich helfen kann, aber frag, wenn's sein muss. Was war der hinkende Heinz für einer? War nicht zu übersehen, dass er ein Tun nicht gut war. Hab mich von ihm ferngehalten. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Lange war er wie vom Erdboden verschluckt. Dann taucht er gestern plötzlich in der Kirche auf und redet mit dem Pfarrer. Hab ihn das noch nie machen sehen. Wahrscheinlich schlechtes Gewissen. Okay, die dritte Person, die auf dem Pfarrer hindeutet. Weißt du, was Hans am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Zu Hause war er wohl nicht. Hab ihn dort nicht gesehen. Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Soviel ich weiß, hatte er niemanden auf dieser Welt. Das ist alles. Danke. Da kommen wir außer dem Pfarreranwalt der Hinweis nicht weiter. Ja, machen wir da hinten weiter. Beste Grüße. Das ist ausgegraut, der hat null Infos. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Auch ausgegraut. Und da gehen die Leute schon. Pavel. Den können wir noch. Auch ausgegraut, okay. Dann sollten wir wohl in die Kirche gehen. Da hinten, das könnte ein Kirchturm sein. Jo, die Kirche spielt auf der anderen. Seite, sprich mit dem Pfarrer. Gehen wir mal zum Pfarrer. Ja. Also mal schauen, dass wir hier keinen mitnehmen. Ja, gut, geht. Was ist das jetzt? Ist das? Das ist ein Bandit. Schon Pfeil irgendwo in deinen Körper. Ah, wir haben keinen Pfeil angelegt. Schwert, Schild, so, zack. Jetzt können wir den Pfeil verpassen. Oder wir befragen erst. Hast du genug? Bitte, lass mich gehen. Bei Gott, es war doch nur ein Stück Brot. Ich verhungere. Keine Widerrede. Her damit. Hier. Du hast es nicht anders verdient. Hoffentlich ist es dir eine Lehre. Ja, Herr. Du hast ihn laufen lassen. Einfach so. Und, hast du die Beute? Habe ich. Hier, bitte. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Okay, das war wohl ein Fehler. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin. Eine Kleinigkeit. Danke. 4 Groschen, oh Gott. Das hat sich ja gar nicht rentiert. Mir hätte den wohl anderweitig befragen müssen. Ich wollte ihn jetzt nicht direkt wegmachen. So, schon Kirche müssen wir noch weiter hochlaufen. Kommt hier oben irgendwo auf der rechten Seite. Da kam der Dieb auf jeden Fall raus. Nehmen wir mal wieder das Pferdchen. Da ist doch die Kirche. Das könnte der Pfarrer sein. Was macht denn der da? Pater Goodwin.
Kann ja schon mal bei Arbeit für uns hat, damit die andere Quest endlich mal wegkommt. So viele Sorgen, dass ein weiteres Paar Schultern, um sie zu stemmen, höchst willkommen wäre. Ich soll mich um eine Hexe kümmern. Eine Hexe? Eine Hexe. Die alte Gertrude. Dem verkommenen Kräuterweib ist nichts heilig. Wie allen Kräuterkundigen, was das betrifft. Ah, lass mich raten. Die Kühe geben Blut statt Milch und Säuglinge kommen mit zwei Köpfen und Schwanz zur Welt. Mumpitz. Gertrude ist nicht des Teufels, hat aber ganz eigene Ideen, was den Leuten hilft. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, sie stiftet Uschitzer Weiber zur Hexerei an. Ein Vögelchen? Was ist das Problem? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was erwartest du von mir? Such sie auf und finde heraus, was sie im Schilde führt. Sie fürchtet die Kirche, also sag ihr, ich habe dich geschickt. Das wird sie zum Reden bringen. Und ihr vielleicht diesen Unsinn austreiben. Falls sie den Leuten wirklich Flausen in den Kopf setzt, gehe dem nach und kümmere dich darum. Okay. Gut. Und keine Sorge, ich zahle stets meine Schulden. Du findest Gertrude, dieses alte Kräuterweib, in den Wäldern. Möge Gott über dich wachen. Tanz mit dem Teufel. Gelobt sei Jesus Christus. Jetzt frage man mal zum Heinz was aus. Möge Gottes Segen mit dir sein, Pater. Ich untersuche auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper das Massaker in Neuhof, das wohl im Zusammenhang mit einem hier verübten Mord steht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Scheint, als setze Herr Hanusch bei seinen Ermittlungen auf Jünglinge. Aber frag ruhig. Ich hoffe, diese widerwärtige Angelegenheit wird bald aufgeklärt. Kanntest du Heinz? Was war er für einer? Eine verlorene Seele. Ein einfacher, raubeiniger Kerl. Aber ich glaube, er war kein so schlechter Mensch. Hast du kürzlich etwas Verdächtiges bemerkt? Ist dir in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? In letzter Zeit gab es allerlei verdächtige Vorkommnisse. Es sind unruhige Zeiten. Und Menschen wie Heinz lassen sich nur allzu leicht in etwas hineinziehen. Das hilft mir nicht sonderlich weiter, Pater. Es tut mir leid. Was hat Heinz an dem Tag getan, als Neuhof überfallen wurde? Weißt du, was Heinz an jenem Tag tat, als Neuhof überfallen wurde? Ja, aber so gern ich deine Untersuchung auch unterstützen würde, ich kann nicht. Was? Meine Schwüre verbieten es mir, darüber zu sprechen. Schwüre sind wichtiger, als gefährliche Mörder zu fassen? Die Gesetze Gottes stehen über denen der Menschen, mein Sohn. Das Beichtgeheimnis ist eines davon. Das war ja so klar. Das kann nicht dein Ernst sein, Pater. Es muss doch Fälle geben, für die du eine Ausnahme machen kannst. Es gibt Dinge, die sind stets gültig, egal unter welchen Umständen. Und dies trifft hier zu. Gut, wer kennt seine Fähigkeiten nicht? Du kannst ihn nicht mehr schaden. Das könnte für Unschuldige den Tod bedeuten. Oder wir prügeln es aus ihm raus. Ich würde erst zweite nehmen. Herr im Himmel, Pater. Kannst du das mit reinem Gewissen sagen, obwohl du weißt, dass du damit vielleicht unschuldige Menschen in den Tod schickst? Kann ich. Denn wenn ich diesen Schwur brechen würde, wären die Folgen viel okay, schlimmer, das war als ein Misserfolg. Womöglich nicht sofort. Aber auf lange Sicht. Heinz war meine einzige Spur, Pater, ja, das stimmt, Heinz ja. Heinz war meine einzige Spur zur Neuhofbande. Nur er hätte mir sagen können, wer das Blutbad angerichtet hat. Wenn ich die Täter nicht enttarne, könnte so etwas wieder passieren. Das würdest du doch nicht wollen. Nein. Aber ich darf das Beichtgeheimnis nicht verletzen. Ich mache dir einen Vorschlag. Gib mir etwas Zeit und ich überlege, wie ich dir helfen kann. Vielleicht besprechen wir das am Abend, in der Schenke, bei einem guten Becher Wein. Womöglich fällt uns etwas ein. Also schön. Danke, Pater. Mach's gut. Triff dich am Abend mit in der Schenke mit dem Pfarrer, okay. Wo ist die Schenke hier? Ach, wir stehen direkt davor. Da ist er doch, die Schenke. Reden wir mal mit dem Wirt. Gott sei mit dir. Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor?
Nichts Außergewöhnliches, Gott sei Dank. Okay, über den Heinz erfahren wir nichts, das ist ausgekraut. Lass uns handeln. Was hat er denn? Retterschnaps können wir mal mitnehmen. Edlen Wein brauchen wir nicht. Verbände können wir nochmal nachlegen. 571. Reden wir über den Preis. Ja? Hm, 450. Was sagst du dazu? Wer nicht wird, wird wild. Genau, Axis, so ist. Einverstanden? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Wir müssen uns hier die Zeit überbrücken bis zum Abend. Siehst du, ich dann können wusste, wir uns mit dem Pfaffe unterhalten. Das heißt, wir stellen uns einfach mal hier hin. Holen vor, was ist Abend? 20 Uhr. Aber der wird schon irgendwann hier auftauchen. Dorfbewohner, Dorfbewohner, das ist der Vogt, Stampf. Hier oben sitzt er auch nicht, vielleicht sitzt er drin. Da ist er doch, oder? Pater Goodwin. Was, der hat eine Konkubine. Na ja, gut. Ja, und da haben wir uns mal mit dem Pfarrer. Redekunst haben wir verbessert. Nimm Platz. Ich hab nur zwei Hände. Schau mal gleich mal. Redekunst, da kann man sogar was lernen. Hochwohlgeboren, genau, das war das niedrige Geburt, was das eine das andere ausschließt. In Gesprächen siehst du die Werte der Fertigkeiten deines Gegenübers. Definitiv sinnvoll. Wenn du dich mit Frauen unterhältst, ist dein Ruf um 50% erhöht. Ja. Silberzunge beschert dir einen Bonus auf Redekunst beim Feilschen. Ja, auch interessant, aber wir haben ja Geld, deswegen würde ich eher die Empathie nehmen. Und als nächstes dann die Silberzunge. Kampf kann man nichts lernen und hier hinten Trinkfestigkeit, da dieses Bierwein, Zittern, Bogen, Gedöns, alles nett. Sinnvoll. Und mit dir, mein Sohn. Nimm Platz. Setz dich mit dem Pfarrer an einen Tisch. Oh, setzen wir uns mal. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber jetzt ist die Konkubine aber auf einmal weg in der Sequenz. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Aus Galitz. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Ich möchte nicht darüber sprechen. Nee, hör mal, ja. Schrecklich. So sinnlos. Schampfacher. Wie unerwartet. Sie kam einfach aus dem Nichts. Außerdem wollen wir sein Vertrauen Gott gewinnen. Weiß, wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen. Und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Der Hut ist schon leicht im Weg. Dann floh ich nach Thalmberg mit den Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt. Wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Sie... Armes Kind. Ein Bier, bitte. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Du denkst, das hätte Aufgabe nichts. Nee, das hat er auch. Ja, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Ja, Ruf hat sich schon verbessert. Nun, gratuliere.
Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Am wichtigsten ist, was ich genau in Neuburg Bock zu saufen. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. Diesmal übertreiben sie nicht. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten. Verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Du scheinst geschickt mit dem Schwert zu sein. Jo, wir haben ja oben gesehen, vor der Kirche, dass er mit dem Schwert hantiert hat und wir hinten auch drauf ansprechen können. War mir erstmal nach seiner Schwertkunst. Das hätte ich von einem Geistlichen nicht erwartet. Du weißt ja, wie man sagt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Nur ist dieser etwas unergründlicher als andere. Nun, ich war nicht immer Pfarrer. Und das Schicksal führte mich an Orte, an denen man Dinge mit dem Schwert regelt. Heute jedoch sollen mich die Übungen mit dem Schwert bloß in Form halten. Okay, lass uns zur Sache kommen. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Sackgasse oder dass er sich rausredet? Ich würde erstmal freundlich bleiben mit der Sackgasse. Ich verstehe, aber so komme ich nicht weiter. Die Halunken werden wieder zuschlagen und ich kann sie nicht aufhalten. Kopf hoch. Womöglich habe ich eine Lösung. Ach ja? Wenn ich dir sage, was Heinz mir anvertraute, breche ich das Beichtgeheimnis. Aber morgen früh habe ich vielleicht etwas anderes, das dir weiterhilft. Ehrenwort? Bei meiner Seele. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschütze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst dein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders.
Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Okay, jetzt hat er irgendwie losgelegt. Gut, was er von Hus hält, wissen wir. Was die Leute davon halten, wissen wir auch. Die finden es gut. Genug vom Predigen. Dann wäre wohl das Gespräch beendet. Dann haben wir nur die Option fürs Erste. Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Ein Bier bitte. Okay, wir können trotzdem alles durchklicken. Okay. Was hältst du von diesem Jan Hus? Hus ist gewiss weise. Für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Die Lehren des Jan Hus. Wo kann ich mehr über seine Lehren erfahren? Sie gefallen dir? Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Lies sie nur. Sie liegen im Pfarrhaus. Okay. Was halten die Leute davon? Was das meinte ich auch. Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben. Und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Ist das eine Anspielung auf Luther? Das sind ja 14.7, 14.8. Könnte eine Anspielung sein. Jetzt haben wir noch die Option genug vom Predigen. Danke für die Predigt, aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Mir ist nicht nach Trinken. Klingt nach einem guten Mögen. Natürlich saufen wir, oder? Ich würde saufen. Ah, das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Trinkfestigkeit gesteigert. Genug ist genug. Vogt, komm her, na los, setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits und es ist schon längst Sperrstunde. Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen und an den Schandstock stellen. Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof über euch, Pater. Na, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Wenigkeit ist. Es reicht. Männer, werft sie hier raus. Also der Pfarrer gefällt mir. Der Vogt nicht so. Ihr seid also Streit aus. Heinrich, steh mir bei. Oha. Gibt's, glaube ich, eine Kneipenschlägerei. Jo. Machen wir erstmal den Vogt kaputt. Jo, der scheint down zu sein. Es waren noch zwei Begleiter.
erstmal zwei Wachen. Eine ist auch kaputt. Oh, der Pfarrer steht noch. Hey, Heinrich alles. Kommt uns besuchen. Okay, die Dorfbewohner, der eine Dorfbewohner hat jetzt auf die Wache eingeprügelt. Der Vogt hat es ordentlich jetzt aufs Maul gekriegt. Steigt den Glockenturm hinauf. Oh Gott. Das würde ich gern. Und Heinrich sicher auch, oder? Gut, wir lassen ihn uns. Können sagen, was sie wollen. Okay, er hat wenigstens die Tür noch aufgekriegt in seinem Suff. Ach, du liebe Zeit. Da sind wir. Was für eine Schönheit. Das können wir doch nicht machen, oder? Sag wer. Lass es läuten, Mädel. Okay. Das macht richtig Spaß. Der Pfarrer ist geil. Blöder oh Esel. Gott. Geiler Typ. Und jetzt, meine Lieben, beginnt der Höhepunkt dieses Abends. Er steigt doch noch Orgie, oder? Ja, natürlich. Dann wollen wir mal. Jawohl. Der Pfarrer hat aufgesattelt. Was meinst du, Heinrich? Hast du auch Lust auf einen kleinen Ritt? Alles klar. Warum wachen wir jetzt bei Schafen auf? Gut, da ist der Pfarrer. Wir haben ordentlich einen Tee. Mehr über den hinkenden Heinz in Erfahrung. Gewinn das Vertrauen des Pfarrers. Nee. Reden können wir nicht mit ihm, ne? Nee. Das Vertrauen haben wir jetzt gewonnen, okay. Also. Ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Der Ork hier war's. Oh Gott. Der Pfarrer von Uschütze. Bester Mann. Wer zum Henker bist du denn? Heinrich. Mein guter Freund Heinrich. Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Okay. Oh, großer Gott, mein Schädel. Oh, und mein Magen. Oh, mein armer, leidender Magen. Oh, was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst.
Ich habe irgendwas vergessen. Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe! Oh Scheiße, die blöde Messe! Ich muss die Messe halten. Du musst mir helfen. Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht. Aber die Predigt muss auch sein. Oh, das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Das wird super. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz' Kumpanen sind. Okay. Also ist das Beichtgeheimnis nicht mehr heilig. Jo, würde ich mal da anfangen. Plötzlich ist das Beichtgeheimnis also nicht mehr so heilig? Geh nicht zu weit! Eine zweite Chance gebe ich dir nicht! Damit kommen wir nie durch. Schließ das hier aus. Tut mir leid, das mache ich nicht, wird's abbrechen. Ich nehme den Mittelweg. Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Musst sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut. Abgemacht. Wunderbar. Dann... an die Arbeit. Alter, anstelle von Pater Goodwin die Predigt in der Kirche. Okay, ich glaube, wir sollen uns erstmal anziehen. Wir sehen ein bisschen nackig aus. So, sind wir doch einigermaßen schick. Mit den an Buffs. Rausch. Jo. Der wohl herkommt, der Suff. Oder der Rausch. Ah, wir könnten uns ein Katerbier reinpfeifen. Vielleicht hilft das. Aber verringert. Für eine Stunde dein Charisma um 2 Punkte. Haben wir noch irgendwas mit Charisma? Weil das sind wir nur bei 11. Ah, jo, das haben wir vergessen anzuziehen. Irgendwas mit Charisma. Erhöht alles nicht ein Charisma da hinten? Doch, die Mailänder Schulterplatten. Die würden das Charisma um 12 erhöhen. Die Beckenhaube wären wir bei 13. Aber wir können da nicht hier in Rüstung da rein. Sieht ja auch komisch aus.